Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben in den letzten Tagen einige Fragen von euch zur Krisensituation des FC Bayern gesammelt und wollen diese nun beantworten. Let's go! Zur ersten Frage. Ich glaube schon, dass Kovac dafür Lösungen finden kann und dass er das auch in den ersten Wochen bewiesen hat. Viele vergessen, dass dort durchaus auch sehr kompakte Mannschaften gegen den FC Bayern gespielt haben und die Mannschaft Lösungen gefunden hat. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Spiel in Stuttgart, wo der FC Bayern sehr guten Ballbesitzfußball gespielt hat und auch sehr zielstrebig ins letzte Drittel kam. Da muss der FC Bayern natürlich wieder hinkommen. Die Abstände müssen im Mittelfeld wieder besser sein und dann bin ich auch frohen Mutes, dass Kovac Lösungen finden wird, um im letzten Drittel wieder erfolgreicher zu sein. Wie viel Zeit wird Kovac noch haben? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass trotz des Bekenntnisses natürlich die nächsten Wochen sehr entscheidend sein werden. Der Spielplan kommt Niko Kovac da so ein Stück weit entgegen, aber der FC Bayern braucht jetzt schleunigst Erfolgserlebnisse und das geht nur über Ergebnisse. Wenn dann das Selbstvertrauen wieder passt, glaube ich tatsächlich, dass auch die Spielweise wieder ein Stück weit besser wird, dass das Selbstvertrauen wiederkommt. Und das wird auch wichtig sein, weil in 7 Spielen, glaube ich, das Spiel gegen Borussia Dortmund ansteht. Und da möchte man natürlich maximal erfolgreich sein. Ich glaube, dass diese Praxis nicht nur beim FC Bayern schwierig ist, sondern generell bei allen Teams, die einen hohen Anspruch haben. Das hat man beispielsweise auch letztes Jahr bei Borussia Dortmund mit Peter Bosz gesehen. Es ist nicht immer der Trainer, der hauptverantwortlich ist. Gerade jetzt beim FC Bayern hat Niko Kovac natürlich einige Kaderprobleme. Robbery ist zu langsam, beziehungsweise kommt nicht mehr so ganz in die 1-gegen-1-Situation und auch nicht mehr am Gegner vorbei. Er hat nur 3 Außenverteidiger im Kader, auch da muss er jedes Mal improvisieren. Dementsprechend ist es natürlich falsch, jetzt in Niko Kovac den Hauptschuldigen zu sehen. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Trainer eine hohe Verantwortung hat. Und Niko Kovac wird jetzt in den nächsten Wochen Lösungen finden müssen, Kompromisse finden müssen, um mit diesem Kader trotzdem auf nationaler Ebene erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass das auch der Anspruch sein muss und dass das auch eine gesunde Erwartungshaltung an den Trainer ist. Die beiden Fragen würde ich tatsächlich ein bisschen kombinieren. Die Dreierkette ist natürlich immer ein probates Mittel. Ich bin auch großer Fan von der Dreierkette, einfach weil dadurch ein bisschen mehr Stabilität hinten ist, aber auch ein bisschen mehr Sicherheit im Aufbauspiel vorhanden ist. Grundsätzlich kommt das aber auch ein bisschen immer darauf an, wie der Gegner spielt. Zur Raute muss ich sagen, dass ich mir in den letzten Wochen auch einige Male gewünscht hätte, dass Kovac vielleicht mal so ein bisschen auf dieses flügellastige Spiel verzichtet und dafür eine Mittelfeldraute macht, nämlich mit Martinez beispielsweise auf der 6, Thiago und Goretzka auf der 8 und davor James Rodriguez. Dann hat man einfach ein spielstarkes Mittelfeld und die Option, dass Martinez sich in eine Dreierkette hinten fallen lässt. Aber das müsste natürlich dann deutlich besser funktionieren als beispielsweise gegen Ajax, als Martinez auf der 6 deutlich wirkungslos war. Und ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Man muss natürlich Lösungen finden, um Javi Martinez dann in diesem Spiel zu integrieren. Grundsätzlich kann ich mir aber eine Raute sehr gut vorstellen und glaube, dass das einige Lösungen im zweiten und letzten Drittel anbieten würde. Ja, das Positive ist ja, dass Alaba anscheinend nicht allzu lange verletzt ist. Da gab es ja schon Entwarnung. Grundsätzlich ist es aber so, wenn Alaba verletzt ist, dann hat der Kader keine Alternativen mehr. Er ist nicht 1:1 zu ersetzen. Und ja, das ist ein großer Fehler, der in der Sommerpause getan wurde. Und deswegen erwarte ich sogar vom Verein, dass im Winter reagiert wird. Welche Spieler da derzeit verfügbar sind auf den Außenverteidigerpositionen, da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen passen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der FC Bayern langfristig gesehen jemanden wie Pavard oder De Ligt holt, die beide zwar Innenverteidiger sind, im Notfall aber auch die Außenverteidigerposition bekleiden können. Das wäre sicherlich eine smarte Lösung. Grundsätzlich muss man aber sehen, dass man wieder einen Spielertyp bekommt, der ähnlich ist wie Juan Bernat.
Ja, und dann hat man natürlich auch wieder Optionen, um Alaba zu entlasten und regelmäßig zu rotieren. Auch hier komme ich ein bisschen mit meinem Fachwissen an Grenzen. Was ich aber bisher von Martin so gehört habe, ist tatsächlich, dass Wried eher keine Option für die erste Mannschaft ist und auch Jeong nicht unbedingt jetzt für die kommenden Wochen oder Monate eine Option für den FC Bayern wäre. Ja, wer da jetzt im Jugendbereich tatsächlich Möglichkeiten hat, um hochzurücken, ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen nicht damit rechnen sollten, dass jemand von den Amateuren, beim FC Bayern aushilft. Genau, auf der Außenverteidigerposition habe ich schon gesagt, da wäre es sehr sinnvoll, noch einen zu holen. Gerade jetzt muss man aber auch sehen, wie das im Winter überhaupt realisierbar ist, ob tatsächlich überhaupt einer auf dem Markt ist, ob der bezahlbar ist, ob der auch Champions League spielen kann. Grundsätzlich würde ja auch jemand reichen, der nur in der Bundesliga spielen kann, um Alaba dann ja ein Stück weit zu entlasten. Ja, aber da sind so viele Faktoren einfach dabei und deshalb ist das schwer jetzt zu beantworten, ob da überhaupt jemand verfügbar ist. Sonst würde ich sagen, dass der Kader zumindest im Winter jetzt erstmal keine Auffrischung weiter braucht. Davies kommt noch im Winter, der wird hoffentlich in der Lage sein, dann auf den Flügelpositionen mindestens in der Bundesliga für Entlastung für die anderen Spieler zu sorgen. Und von ihm erwarte ich mir tatsächlich auch ein bisschen was. Wagner war in Hoffenheim natürlich der typische Wandspieler, um es mit Ottmar Hitzfelds Worten zu sagen. Er wurde oft angespielt, ließ den Ball dann klatschen und ja, war einfach mit dem Rücken zum Tor auch ein herausragender Spieler. Das ist er immer noch. Aktuell hat man aber so ein bisschen das Gefühl, ja, dass er mit dem fehlenden Rhythmus auch nicht so zurechtkommt, dass er mit den unregelmäßigen Spielzeiten nicht zurechtkommt. In dieser Saison waren seine Auftritte bisher sehr mager. In der vergangenen Saison wurde er häufiger mal von der Bank gebracht, oder hat auch mal mehr in der Bundesliga von Anfang an gespielt. Ich glaube, dass er deshalb auch ein besserer Ersatz für Lewandowski war und grundsätzlich einfach auch effektiver vorm Tor war, weil er besseren Rhythmus hatte. Ich würde dem tatsächlich sogar zustimmen. Die Verletzung von Kingsley Coman hat jetzt eindeutig bewiesen, dass der FC Bayern große Lücken im Kader hat und dass er einfach nicht in der Lage ist, diese Verletzung zu kompensieren. Und deshalb muss man tatsächlich sagen, dass Kingsley Coman ein sehr wichtiger Spieler ist und dass er nicht zu ersetzen war, weder im System noch individuell. Und das ist einerseits ein Kritikpunkt an der Planung mit Robbery, andererseits auch ein Kritikpunkt, den man sicherlich Serge Gnabry bisher zumindest ganz vorsichtig vorwerfen muss. Er ist einfach noch nicht so weit und kann die Klasse, die Coman hat, nicht auffangen. Das ist jetzt per se erstmal nicht schlimm, weil auch Serge Gnabry ist ein sehr junger Spieler und der braucht Zeit. Aber ja, es ist auffällig, dass der FC Bayern das nicht auffangen kann und deshalb würde ich zustimmen, Coman ist nicht nur der beste Flügelspieler des FC Bayern, sondern ja, mit seiner Entwicklung, die er jetzt genommen hat, auch einer der fünf wichtigsten Spieler im Kader. Ich glaube, dass man das differenziert betrachten muss. Natürlich gibt es ältere Spieler im Kader, wie beispielsweise Arjen Robben oder Franck Ribéry, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, sie vor der Saison ja, auszusortieren, beziehungsweise ihnen einen würdigen Abschied zu bereiten und dann neu anzufangen auf diesen Positionen. Andererseits gibt es auch Positionen mit älteren Spielern, wie beispielsweise Jerome Boateng, Mats Hummels, Manuel Neuer, die jetzt alle um die 30 sind, wo man aber tatsächlich ja so ein bisschen das differenzierter betrachten muss, weil alle sind noch oder alle drei sind noch in der Lage, Top-Niveau zu spielen. Auch wenn das jetzt in den letzten Wochen gerade bei Jerome Boateng eher nicht der Fall war, traue ich ihnen zu, dass sie wieder ihre Form erreichen und ich glaube, dann würde auch keiner mehr über das Alter dieser Spieler reden. Fakt ist aber auch, dass der FC Bayern in den nächsten Jahren weiter daran arbeiten muss, den Kader zu verjüngen und mit einer neuen Generation einen Neustart zu wagen. Und genau da sehe ich auch die Chancen für den FC Bayern.
Ich glaube, dass wenn Robbery weg sind, dass sich dann anderen Spielern die Chance bietet, in deren Fußstapfen zu treten, beziehungsweise eigene Fußstapfen zu hinterlassen. Gerade ein Kingsley Coman wird enorm davon profitieren, wenn er plötzlich der Flügelspieler ist, der das höchste Standing im Verein hat. Und deshalb glaube ich, dass das eine große Chance für alle Beteiligten ist. Es ist aber auch eine große Herausforderung, weil wir sehen in dieser Saison, wenn Robbery nicht mehr ihr Top-Niveau haben, wir haben es auch in der letzten Saison gesehen, dann wird es schwierig für den FC Bayern auch mal schwierige Spiele irgendwie zu drehen, weil dann die individuelle Klasse fehlt, weil dann dieser eine Überraschungsmoment halt einfach fehlt. So, und da muss der FC Bayern Spieler finden, die dazu in der Lage sind, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das noch 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre dauern wird, bis Spieler in diese Position wachsen. Von Eberl, ich glaube, Eberl ist hier gemeint, halte ich persönlich sehr viel. Ich glaube, dass er in Gladbach Großes erreicht hat und jetzt auch über Jahre hinweg gute Arbeit leistet. Seine Interviews und seine Außendarstellung sind sehr sympathisch. Er ist ruhig gelassen, realistisch in seinen Einschätzungen. Und deshalb wäre Max Eberl durchaus ja ein Transfer gewesen für den FC Bayern, der Sinn gemacht hat oder hätte. Leider ist es nicht dazu gekommen. Damit muss der Club nun leben. Es spricht auch für Eberl, dass er sich selbst sagt, ich bin noch nicht fertig in Gladbach, ich möchte da einen Titel gewinnen. Und ja, das gilt es dann einfach auch zu akzeptieren. Bei Mislintat Tat bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das Sinn gemacht hätte beim FC Bayern. Ja, er hat ein gutes Scouting-Netzwerk und das Scouting-Netzwerk von Michael Reschke fehlt dem Club natürlich. Aber ich glaube, dass der Club auch Scouts weiterhin hat, die auf hohem Niveau arbeiten können. Mein erstes Mal habe ich den FC Bayern im Olympiastadion in Berlin gesehen, als sie 6:3 gegen Hertha BSC gewonnen haben. Ich weiß nicht mehr ganz, welches Jahr das war, da muss ich leider passen, aber müssten die frühen 2000er gewesen sein. Jedenfalls hat Michael Ballack da, glaube ich, ein Eigentor gemacht und später auch selbst getroffen. Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich mich immer schwer tue, damit verschiedene Transfers zu bewerten. Rein von der Effizienz her oder vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wäre es vielleicht sogar Robert Lewandowski, der zumindest ohne Ablöse nach München kam. Und in diesem Wahnsinnsgeschäft heute ist es natürlich schwierig, einen solchen Weltklasse-Spieler für, ja, relativ wenig Geld. Man darf ja nicht vergessen, dass da sicherlich auch Handgelder geflossen sind und er auch ein hohes Gehalt verdient. Aber ohne Ablöse so einen Spieler zu verpflichten, das war natürlich nicht ohne. Beim schlechtesten Transfer müsste ich jetzt sehr lange nachdenken. Also es gab sicherlich sehr viele Transfers, die nicht funktioniert haben, wenn ich da beispielsweise auch an Kollegen wie ja, Jan Schlaudraff denke, der immer ganz gerne genannt wird, aber ich möchte die wirklich nicht abstufen und ich finde es auch ein bisschen respektlos zu sagen, der Transfer war jetzt der schlechteste Transfer aller Zeiten und der war der beste und dementsprechend belasse ich es mal bei dieser schwammigen Antwort. Ich weiß nicht, ob ich so weit mitgehen würde und das als herausragenden Ballbesitz bezeichnen würde. Sicherlich ist das ein bisschen übertrieben, aber ich würde im Kern tatsächlich sogar zustimmen, dass der FC Bayern im Ballbesitz immer noch gut ist, dass er eine gute Grundstruktur hat, zumindest in den Wochen vor der Krise hatte und dass es in den ersten beiden Dritteln auch unter Druck sehr gut funktioniert hat. Das war sicherlich eine der größeren Überraschungen. Tatsächlich muss Kovac jetzt im letzten Drittel wieder für ein bisschen mehr Druck sorgen. Ich glaube, dass sich die hohen Achter da als nachteilig erwiesen haben. Deshalb glaube ich, dass der Schlüssel für das letzte Drittel einerseits ist, dass beispielsweise ein James Rodriguez wieder zentraler spielt,
dass er sich auch mal ein Stück weit in die Tiefe fallen lässt, um von da dann halt das Spiel ins letzte Drittel zu tragen. Und dass man einfach wieder Lösungen findet, um Ribéry und Robben besser einzubinden. In Berlin beispielsweise ist es Ribéry mehrfach gelungen, mit Kombinationen hinter die Kette zu gelangen. Sie schaffen es nicht mehr so mit den Einzelaktionen, aber wenn sie kombinieren, dann sind sie immer noch stark. Und wenn Kovac es schafft, sie besser in das Kombinationsspiel zu integrieren, dann glaube ich, dass sie auch häufiger wieder hinter die Kette kommen werden. Und dann braucht es vielleicht, wenn wir die personellen Wechsel ansprechen, braucht es vielleicht so jemanden wie Goretzka, der sehr dynamisch in den Strafraum laufen kann, der dafür für Verwirrung sorgen kann. Einerseits natürlich Lewandowski Räume machen kann, andererseits sich selbst Räume machen kann, indem er einfach unerwartet aus der Tiefe in den Strafraum kommt. Und das hat so ein bisschen in den letzten Wochen gefehlt, dass einfach was Unerwartetes im Strafraum passiert, dass die Besetzung nicht so statisch ist und dass der FC Bayern Lösungen findet, Abnehmer für die Hereingaben einfach auch zu finden. Und das hat mir persönlich am meisten gefehlt in den letzten Wochen. Ich habe aber trotz der Krise auch Ansätze gesehen, die mir Mut machen für die kommenden Wochen. Ja, was heißt überhaupt Flügelfokus, wenn man so davon spricht? Ich glaube, dass auch in den besten Zeiten von Robben und Ribéry ganz viel vom Zentrum abgehangen hat. Aber ich verstehe natürlich, was du mit deiner Frage meinst. Grundsätzlich bin ich großer Fan davon, auch mal ein bisschen mehr Zentrumsfokus auszuprobieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern weiter an seiner Hauptphilosophie festhält. Spannend wäre sicherlich, das habe ich auch in einer anderen Antwort vorhin gesagt, die Raute im Mittelfeld auszuprobieren, da für mehr Kombinationen im Zentrum zu sorgen. Aber das schließt ja nicht aus, dass man auch wieder Flügelspieler holt, die 1-gegen-1-Situationen gewinnen können. Also ich glaube, eine gute Mischung aus einem Konzept, wie man sich in den Strafraum kombinieren kann und guten Spielern, guten Einzelspielern, die von selbst quasi in den Strafraum kommen durch gute Einzelaktionen. Daraus die Mischung, das wäre dann so ein bisschen das, was ich mir für die Zukunft vielleicht wünsche. Die Frage, ob eine Nachfolge für Peak Ribéry überhaupt erreichbar ist, ist natürlich eine sehr spannende Frage. Dieses Niveau, das die beiden hatten, war extrem hoch und deshalb ist es schwierig, da Spieler zu finden, die dort wieder hinkommen. Sicherlich wird das einhergehen mit einer kleinen Umstellung im System, aber ich glaube, dass Kingsley Coman beispielsweise bewiesen hat, dass er in den 1-gegen-1-Situationen sehr stark sein kann und sich da auch noch weiterentwickeln kann. Deshalb bin ich guter Dinge, dass der FC Bayern auf dem Markt Spieler finden wird, die in der Lage sind, 1-gegen-1-Situationen zu gewinnen.